Herzlich willkommen zurück zu The Da Vinci Code Sakrileg. Im letzten Part haben wir ein Geheimnis gefunden und sehr, sehr viele Texte gelesen. Und ja, wir müssen jetzt diese verschlüsselte Nachricht hier knacken. Ich habe mir offscreen nochmal soweit die Texte durchgelesen, die ich euch im letzten Part vorgelesen habe, damit man hier irgendwie mal zu einer Lösung kommt. Und vielleicht passt ja dieser Hinweis zu dem Kryptext. Den habe ich mir nämlich mal abgeschrieben. Das wäre nämlich sehr schön, das Wasser draußen fließt, durch die Widmung den Schlüssel du siehst. Na, weil, wenn man das so, ich weiß nicht, das hier wäre ja laut Dings, hätte ich so oder so ein E hingemacht. Sehr, dann Wasser. Nee, Quatsch. Sehr schön. Da wäre dann auch, weil Öl gibt es hier ja nicht. Das wäre dann das. Wasser. Ja, das könnte passen. Dann. Ja. Na, versuchen wir es. Das wäre dann das S. Das ein H. Wasser, ja, das ist richtig. Okay, dann lohnt es sich ja doch, die Texte zu lesen. Ich sag's ja. Das ist ein O. Ein N. Wo ist es? Da. Das wäre dann D. A. Genau, ja, das passt tatsächlich. W, 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 W. U. Das ein L. I, T, durch die Widmung, ja, G, entschlüsselt, yay, Gott sei Dank, es lohnt sich also doch. Anmutig Wasser draußen fließt. Offenbar soll das ein Hinweis auf den Brunnen im Kirchgarten sein, aber die erwähnten Ritter von einst... Vielleicht ist hier von den Tempelrittern die Rede. Richtig, wir beide sollten uns drin mal umsehen. Den Außenbereich überlassen wir Sophie. Darf Sophie hier auch ein Wörtchen mitreden? Wäre es Ihnen andersrum lieber? Nein, nein. Mon Dieu. Gut, ich suche draußen, aber seien Sie vorsichtig, alle beide. Da fuhrk. Finden Sie einen Weg in den Hinterhof. Also, dieser T-Bing, dessen Namen ich immer noch nicht aussprechen kann. Warum schickst du eine Frau alleine hier rum und ihr seid zwei Männer? Oder brauchst du Begleitung, weil du schon so alt bist oder was? Ja, wir können bestimmt nicht hinterher. Das ist nicht, wonach ich suche. Ja, ist jetzt hier sonst irgendwas wichtig? Aha, Notiz. 11.15 Uhr, Choral-Frühmesse. Prediger, die ehrenwerte Dame Sarah Butler Sloss, GBE. Wir begrüßen alle Familien in der Templerkirche, für die ein Gedenkgottesdienst abgehalten wurde. Weitere Informationen bei Fester Topschein, Telefonnummer 555-3263-1337. Ja, boah, voll interessant und so. Was? Der Griff, nicht die Notiz? Freiwillige für die Temple Church gesucht. Weitere Informationen in der Kirche. Och nö, lass mal nicht machen. Einfache Notiz? War das andere eine schwere Notiz oder was? 17.45 Uhr, Choralabendgebet. Wir begrüßen den Erzbischof von Canterbury, der eine Lesung über Robert Stucker, Meister des Tempels von 1582 bis 1596, halten wird. Ah ja. Und der Griff war interessant. Ja, und nu? Aha, dein goldener Schlüssel. Sehr gut. Jemand hat einen Schlüssel hier gelassen. Wozu der wohl gut ist? Vielleicht für eine Tür. Die stellen manchmal Fragen. Auch so, ja, aber die Ritter von einst. Und Robert so ganz neu mal klug. Ja, vielleicht die Tempelritter? Boah, ey.
Also da hat man diese Glühbirne aber schon förmlich gesehen. Jetzt können wir bestimmt hier rein, weil das die einzige Tür ist, die so golden leuchtet. Geht das? Abgesperrt. Vielleicht ist irgendwo ein Schlüssel. In deinem Inventar, liebe Sophie. Benutzen. Offene Tür. Boah, klasse. Denkt daran, tut ihnen nichts an. Trotzdem müsst ihr den Krüppel, den Professor und die Frau so schnell wie möglich auftreiben. Keine Sorge, die haben wir 0, nichts im Sack. Gut, ihr beide kommt mit mir. Ihr beide sichert das Gelände. Alles Verdächtige wird gemeldet. Kein Problem. Ja, klar. So schön war sie auch nicht. Wie soll man sowas denn heutzutage sehen? Sie sind hier. Durchsuchen Sie den, ja, irgendwas. Ja, Checkpoint erreicht. Leck mich, Checkpoint. Denn wenn ich jetzt sagen würde, ich beende hier den Part oder so, dann müsste ich nämlich wieder von ganz Anfang an anfangen. Mäh. Wie duckte man sich nochmal? Also so bewegt man sich und ducken, so? Ja. Da liegt was zum zum Schlagen ist der allein. Das wäre gerade irgendwie voll gut. Wie ging das nochmal? Mach den kaputt. Sehr gut. Muss ich den hier wegziehen? Nee, lassen wir den da liegen. Oder? Ja, hier ist kein zweiter, also können wir ihn wohl wirklich liegen lassen. Okay. Ist hier noch wer? Aber irgendwie ist das gerade voll gruselig. Aber dieser Remy, der Sausack, der arbeitet wohl mit denen zusammen. Als ob die hier kein Geheimnis versteckt haben, wenn man hier schon so komisch... Ja, der bringt Geld. Das bringen die meisten Jobs. Ja, lasst uns erstmal hier gucken. Steht da einer? Nee, das ist nur so ein Pfeiler. Boah. Tür zum Keller? Ich krieg die Tür einfach nicht auf. Sophie, du hast dich auch nicht gebückt, also kannst du die Tür auch nicht aufkriegen. Oh Mann. Hier ist garantiert irgendwo ein Geheimnis. Sonst würden die das nicht so komisch hier... Aha. Da. Mondkugel. Schön. Zweites Geheimnis gefunden. Das ist sehr schön. Geheimnis. Mond. Astronomisches Symbol für den Mond, Luna. Der Mond wird üblicherweise mit der Weiblichkeit in Verbindung gebracht und steht für die Gefühlswelt des Individuums. Er wird verwendet, um das innere Kind in uns zu charakterisieren, sowie die Vergangenheit und wie wir einst gewesen sind und nicht etwa das, was wir heute verkörpern. Der Mond soll ferner für die Aufnahmefähigkeit, Empfindlichkeit und Offenheit stehen. Okay, das erklärt, glaube ich, auch gerade, denn vielleicht wisst ihr ja, dass die Sonne im Spanischen lustigerweise El Sol heißt, also der Sonne. Und deswegen haben die das dann wahrscheinlich so umgesetzt und nicht so wie wir. Ist schon irgendwie interessant, das mal zu erfahren. Die ist auch nicht wichtig für uns. Dann müssen wir durch diesen komischen Wandergarten hier durch. Hier, zufällig. Boah, das ist schlimm, wenn man die Typen im Hintergrund laufen hört. Das ist echt schlimm. Wie wär's mal mit... Ach, dieser Remy ist echt unmöglich. Du Was auch. Meinst du damit? Ja, der verknöcherte Professor wollte nichts über die Kleine sagen. Ja, und? Also hole ich die Zange raus und sag, ich würde ihm ein paar Zähne ziehen, wenn er nicht redet. Wie nett. Ja, aber dieser Remy sagt, ich darf ihn nicht hart anfassen. Was zum... Warum denn nicht? Keine Ahnung, hat nur gesagt nein. Also lass ich's, schließlich zahlt er.
Stimmt schon, ist ein Jammer. Dabei habe ich mir gerade erst die neue Zange gekauft. Ah, verdammt schade. Boah, trennt ihr euch auch noch mal? Aha. Deswegen, ja, war es auch, glaube ich, besser zu warten, bis das Gespräch vorbei ist. Wo ist der? Ach, der steht da und der steht da. Bleibt ihr so stehen oder dreht ihr euch? Die scheinen beide so stehen zu bleiben. Dann nehmen wir erst den Typ ohne Zange. Oh oh. Der kommt doch wieder zurück, oder? Als ob der nicht zurückkommt, egal. Lauf, Sophie, und mach den fertig. Oh nein. Irgendwie habe ich gerade kein gutes Gefühl. Melde mich nur mal kurz. So wie ein Profi. Tu den da weg. Dahin. Nein, noch Sophie. Da steht schon wieder ein Fahrrad. Oh Gott, oh Gott. Ah, was ist das? Schubkarre. Ah, eine Schere. Ist das zufällig? Naja gut, dann hätte da Zange gestanden, aber sollen wir dem Professor oder Remy jetzt ein paar Zähne ziehen oder was? Der sieht doch gleich, dass der umgekippt ist. Wenn der jetzt gerade ausgeht, dann geht der... Warum können wir die nochmal untersuchen? Das bringt doch nichts. Ey, Typ, du bist so blind. Die Frau, die steht direkt hier. Ja, es ist total alles klar. Hier steht gerade die komische Frau mit deinem bewusstlosen Freund, aber es ist alles klar. Oh Mann. Na, oh, dieser Typ liegt uns im Weg. Wir hätten mal besser nicht allzu lange gewartet, denn jetzt hinter den zu kommen... Ah, okay. Wir sind nicht da. Könntest du bitte wieder dahin? Oh. Bitte. Wenn man ja wüsste, dass der da jetzt gerade mal so stehen bleibt. Aber irgendwie befürchte ich das nicht. Was ist das? Das kann ich gut gebrauchen. Noch was zum Schlagen. Na, Kamera. Das ist zwar jetzt wahrscheinlich viel zu lange gewartet, aber... Bitte, bitte, bitte. Hau dem das auf den Kopf. Nehmen Sie das! Ach, Sophie, du bist genial. Schöner Brunnen. Der ist wirklich schön. Kann man hier irgendwas tun? Pflanzenbehälter. Untersuchen. Ach ja, das tust du ja wieder nicht, wenn du dieses Ding im... in der Hand hast. Irgendwas ist da. Ich muss sie zurückschneiden. Was ein Zufall, dass wir... eine Schere dabei haben. Scheint zu klappen. Ja, aha. Eine Inschrift. Was steht denn da? Die schneidet eine Rose ab und dann kaum ist der ganze Busch weg. Zu Ehren von Jacques Saunière. Ohne ihn hätte die unterirdische Renovierung der berühmten Säulenritter im Innenhof nicht fertiggestellt werden können. Ja, okay. Ja, und was nützt uns das jetzt? Ah, Kupferstich. Passt da sein Ring rein? Achso, vielleicht an dem Ding nochmal? Ah, Großvaters Ring der Priorie funktioniert auch hier.
An was der Mann alles gedacht hat. Och nö. Das sieht schon wieder so schön nach Rätsel aus. Grobes Metallstück. Ein Metallstück mit merkwürdigen Symbolen drauf. Wozu ist das gut? Das Ritterdenkmal im Innenhof. Irgendwas ist damit. Ich muss dem nachgehen. Au! Das gibt einen Fleck. Das Böse schläft nicht. Ich muss hier raus. Sophie. Neues Ziel, fliehen Sie. Zweites Ziel, beenden Sie den Tag. Hey, du Schwachkopf! Was machst du da drin? Wenn ich du wäre, würde ich lieber nicht auf dumme Gedanken kommen. Ich habe eine nagelneue Zange, die wartet nur drauf, zum Einsatz zu kommen. Das stimmt doch gar nicht, das war so denn... ist es recht. Schön ruhig bleiben, wie ein braver kleiner Chorknabe. Das war dein Kollege draußen mit der Zange. Langweilst mich. Mal sehen, ob was Gescheites in der Glotze läuft. Dann geh und unterbrich mich nicht immer. Mit dem Quasselkopf werden wir uns im nächsten Part beschäftigen.